zum Wasser gehört. Okay, es fließt perfekt bis ganz runter. Das heißt, wir haben unseren Wasserfahrstuhl, der uns bis ganz nach unten bringt. Ist schon ganz gut. Ich glaube zwar nicht, dass es hier noch groß weitergeht, aber... Naja, einfach eine Fackel aus Prinzip ans Ende. So, wo könnten wir am schnellsten, am ehesten, am sinnvollsten weitermachen? Schnellsten gar nicht mehr unbedingt. Eher am sinnvollsten. Natürlich einerseits nach ganz unten runter, andererseits... Reizt es mich gar nicht so sehr, weil hier oben gibt es ja auch jede Menge Rohstoffe. Um jede Menge zu erkunden. Nett gehört, aber das könnte tatsächlich überall sein. Ich glaube, die sind größtenteils unter uns, die Feinde. Da sind sie mir recht und interessieren mich recht wenig. So, ein bisschen Lapis. Okay. Ist da etwa Wasser drin? Ja, da ist Wasser drin. Oh, nee, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Mach bitte nicht meine ganzen Fackeln hier kaputt. Hey, aber wir haben eventuell einen neuen Glow Squid Farm Spot. Machen mal Folgendes hier. Oh, okay. Okay, Moment, ich glaube, hier gibt es keine Luft, ne? Okay, hier gibt es keine Luft. Ganz schnell einmal wieder hier raus. Okay, aber gut zu wissen. Moment, ich muss ganz kurz mal räuspern. Ja, so, hoppla. Da sind Diamanten. Okay, ich gucke mich erstmal ganz kurz um. Da sind noch mehr. Oh mein Gott, Diamanten ohne Ende. Gut, das heißt natürlich, wir müssen da ganz kurz ein bisschen Luftblasen irgendwie bauen. Kommt aber irgendwie schon hin. Ich meine, hier kann man einmal kurz abbauen. So, eins, zwei. Der dritte geht noch. Okay, mehr ist es nicht. Und einmal schnell rausschwimmen. So, hier mal gucken, dass man sicher steht. So, was haben wir bekommen? 7 Stück. Jawohl, das ist die Hose. Das ist ein Höschen. Okay, das klingt falsch. Ich sollte aufhören, mit alle Dinge verniedlich auszusprechen. So, den nehme ich natürlich auch gerne dankend mit. Ja, raus hier. Aber da kann man auch hier gleich wieder ein paar mitnehmen. Brauchen ja noch einige. Aber gar nicht mehr so viele, weil durch die vermasselte Aufnahme... Die Podcast-Folge. Haben wir doch ganz viele gesammelt, tatsächlich. Also ein bisschen Schaden nehmen kurz, aber das ist in Ordnung. Das war einkalkuliert. So. Solange uns hier nichts erwartet. 10 Stück, okay. Schade, war leider nicht noch mehr, aber... Warte, wir haben noch... 2 in der Kiste. Theoretisch 3, wenn man den einen in dem Brett mitzählt. Das wäre dann sogar noch der Helm. Ganz kurz hier noch ein bisschen erkunden. Aber ich glaube, hier geht es nicht weiter. Ne, das war's. Mehr gibt es hier nicht. Ein bisschen Redstone hätten wir noch, aber das ist nicht so wichtig. Da muss ich mir jetzt keine Mühe machen. So, das ist schön, das ist gut.
kann man sogar hier eigentlich schon wieder weiter, warte. Wir haben hier alles erkundet, ne? Hier war nichts mehr. Okay, ah, da oben vielleicht. Sollten wir ganz kurz mal vorbeischauen. Vielleicht so eine kleine Ebene bauen. Mal aussteigen, ganz bequem. Hier wieder ein bisschen ausleuchten. Moment, können wir mal um die Ecke laufen, das ist auch gut. Dann verhindern wir nämlich, dass hier oben was spawnen könnte. Ich finde, es lässt die Höhle einfach noch mächtiger ausschauen, wenn hier die ganzen Wände auch noch ausgeleuchtet sind. Kommen wir? Bin ich hier drauf gesprungen? Von da, ne? Selber auch alles genug ausleuchten, damit hier ja nichts spawnt. Da kommt nichts her. Okay, ja, das lief jetzt richtig gut irgendwie. Hätte ja mehr Probleme da unten erwartet. Und von wo genau kommen wir denn hier? Ach so, aus diesem... Ach, aus diesem einen Loch, genau. Aus dem Loch hier aus der Höhle. Da haben wir dann unseren Wasserfahrstuhl nach ganz unten. Und ich glaube, die Probleme, die werden jetzt auf uns zukommen. Weil hier unten wimmelt es von Feinden und da ist sogar auch ein Glowsquid. Ja, sehr cool. Ich schieße erstmal diese Skelette da ab. Die werden uns zwar... Oder werden wahrscheinlich nicht die Aggro auf uns bekommen. Aber sicher ist sicher. Der ist ins Wasser gegangen. Mist. Bin gefährlich. Die Zombies sehen einen wahrscheinlich schon von hier oben. Sie sehen einen da unten. Genau einer. Die spawnen sich jetzt auch die ganze Zeit theoretisch nach da unten, die Feinde. Den Treffer habe ich nicht erwartet. Der war gut. Gut, den brauche ich eigentlich gar nicht abschießen da unten, aber auch egal. So, und dann wagen wir es mal. Was ist das Fenster da unten, ne? Wie schön das ausschaut, oder wie cool das ausschaut hier. Psst, gleich mal zwischendurch ein paar Fackeln setzen. Ah, da wird es noch reingehen. Sollten wir ein bisschen vorsichtig sein? Kriegen wir dich erwischt? Wahrscheinlich nicht. Ach doch. Du hast schon mal einen bekommen. Genau. Das fällt auch gleich um. Die ganze Erfahrung und sowas sammeln wir alles gleich ein. Ich möchte mir jetzt erstmal hier ein bisschen sicheren Bereich verschaffen. Geht's denn da oben hin? Wirkt so, als hätten wir da ausgeleuchtet, oder? Ah ne, das ist da, wo die Lava hier praktisch im Pool... Genau. Genau, weil hier waren wir schon. Jawohl. Ich liebe, wie das alles verbunden und connected ist. Das ist so krass. Enderman kann gerne Enderman bleiben, der interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Das sind mehr so diese Creeper da hinten. Der Tintenfisch ist auch schon gestorben. Wie viel Lava hier runterfließt überall. Ist ja ein Lavafall nach dem anderen. Sieht auch total krass aus.
bisschen hier die Sachen einsammeln, vor allem die Tintensäcke da. Ah. Deswegen ist es auch so dunkel geworden. Moment. Ganz Stack hier. Weg. Nein. Nein. Was war das denn? Hier halt nicht so viel. Noch mehr. Aha. Das war nicht der, den ich eigentlich anschießen wollte. Weg mit dir. Gott, hier alles ausleuchten, ey, das ist ja ein Spaß. Ist ja ein Traum. Nicht. Und hier gibt es den nächsten komischen Durchgang. Den lassen wir aber erstmal so, wie er ist. Und diese Höhle hier. Ich versuche so gut wie möglich auszuleuchten, aber es wird halt nicht immer perfekt sein. Okay, dann die Ecke hier noch. Und dann haben wir, glaube ich, eine gute... Oh. Noch rein. Habe ich gerade einen Creeper gesehen. Der darf noch kurz da bleiben, aber nicht zu lange. So, da noch eine hin. Hier noch eine hin. Dann da noch eine hin. Okay, boah, dann geht's in die nächste. Nicht vielleicht unbedingt große Höhle, aber es schaut wieder so aus, als würde es da irgendwie ordentlich weitergehen. Jetzt würde ich eigentlich am liebsten kurz hier hinten lang laufen. Aber das wirkt auch schon wieder so groß alles hier. War irgendwie nicht so klug gerade. Natürlich. Ich hoffe halt die ganze Zeit auf noch mehr Diamanten irgendwie. Skelett. Was bist denn du für einer? Ey, der hat Wallhack. Hier wird der Prefire gemacht. Nicht Wallhack. Geht's denn überall lang, ey? Um eine Ecke nach der anderen. Ah, was tue ich hier eigentlich? Was tue ich hier? So halbwegs ausgeleuchtet haben, damit wir hier uns ein bisschen sicher fühlen können. Das reinste Labyrinth hier. Smaragde, sehr schön. Nur so ein bisschen hier ausleuchten, gar nicht mal so viel. Wir würden die ganzen Wege ja dann doch ganz gerne noch offen halten, weil das werden wir diesmal, also definitiv nicht alles in einer Folge hier schaffen. Aufnahme. Folge sowieso nicht. Ach, nur einen. Ah, und ich habe richtig gesehen. Der Creeper hat eine Disc fallen lassen, eine Musikdisc. Ich glaube, das passiert. Ich bin mir nicht sicher, aber passiert das nur, wenn die von anderen Feinden getötet werden, also von Skeletten oder so? Weil das Skelett hat dem den letzten Schuss nämlich verpasst.
passiert nur dann, dass die Creeper eine Disk fallen lassen. Man kann die natürlich so noch in Dungeons oder so finden. Wie ist denn der? Der mit der Rüstung, der muss doch jetzt hier irgendwo sein. Von oben. Mein Gott. Eng gefunden von denen. Leuchtet es ein bisschen warmer da jetzt schon? Ich leuchte es einfach so. Ja, ich lasse das jetzt mal noch offen hier. Ich beleuchte es mal noch nicht. Weil da werden wir niemals fertig, wenn wir jetzt damit auch noch anfangen. Wir müssen auch noch da hoch und hier rüber und da und überall und ah. Viel zu viel. Ich glaube, der Krasse mit seiner Rüstung, der ist irgendwie verschwunden. Wahrscheinlich despawned. Was auch manchmal echt merkwürdig ist, obwohl die noch so in der Nähe sind, die spawnen die manchmal einfach. Naja, naja. Mann, ist das verzweigt hier. Nee, da steht er. Aber da kann er von mir so rumstehen. Interessiert mich jetzt nicht so sehr. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Fackeln, das ist eher das andere Problem. Wo ich gerade eher so ein Problem halt auch sehe. Ich laufe mal nur ganz kurz ein bisschen hier rein. Ah, oh, ist ein Dungeon. Okay. Zum Dungeon laufen wir kurz. Den Weg leuchten wir uns doch aus. Dann einmal kurz die Fackeln hier mit drauf. 29 werden gerade so ausreichen. Hey, da oben waren wir schon so ein bisschen. Hier würde ich gerne wieder versuchen, zumindest ein bisschen auszuleuchten, bevor wir da hinlaufen. Was für ein Spawner das ist. Ganz blind will ich da nicht reinlaufen. Okay, das ist schon mal gut. Hier geht es nicht weiter. Jetzt mal ein Ende in der Höhle. Einen kleinen Rundlauf. Okay, ein paar Fackeln haben wir noch, nicht viele. Und eine Zombie-Horde. Also nur zwei. Es wirkte kurz noch mehr, wie mehr. Genau, nimm das Fleisch von deinem Kollegen auf. Wer darf man ja auch mal einsetzen. Ah, schnell weg hier. Die Ecke gucke ich noch einmal rum, aber das war es also auch. Ey, hier sind so wenig Rohstoffe in dem Bereich der Höhle. Ganz wenig nur. Da ist ein bisschen... Wo kommst du denn her? Ach, wahrscheinlich aus dem Spawner, oder? Das ist, glaube ich, ein Skelett-Spawner. Ah, klingt so. Gerade ja jetzt sich gegenseitig abschießen lassen können. Okay, den haben wir. Kann dieser Zombie zu uns kommen? Ich glaube nicht. Noch eine Disk. Lena Rain Otherside. Kenne ich gar nicht. Ich kenne nur hier das C418. Den seinen Leader kenne ich. Golden Horse Armor. Ich packe mal das ein, was wir eh schon haben im Inventar. Die Seeds brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich lasse die Kiste jetzt mal da einfach drin stehen, so lange. Und ich wünschte, man könnte die Spawner abbauen. Aber das geht ja auch mit Silk Touch, glaube ich, nicht mal. Ich müsste es mal googeln, ob es geht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das haben sie extra natürlich nicht gemacht, weil sonst kannst du dir ja unfassbare Monsterfarmen bauen damit.